Hallo liebe Brüder und Schwestern in Jesus Christus, willkommen zu einem neuen Video. Preisen wir den Namen des Herrn dafür, dass er Gott ist. Preisen wir ihn dafür, dass er auf dem Kreuz gestorben ist, dass er sein Leben gegeben hat für uns, damit wir errettet werden. Preisen wir ihn dafür, dass er nach 3 Tagen auferstanden ist durch den Geist Gottes und dass er lebt bis heute, dass er der lebendige Gott ist, der immer bei uns ist, der Einzige, der die Kraft hat und die Liebe hat, uns zu erretten. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, ich komme heute zu euch mit diesem Video, weil ich was mitzuteilen habe. Vor 2 Tagen hat mir der Herr was Neues gegeben. Und ich habe bis jetzt gewartet, es zu veröffentlichen, weil ich gebetet habe, ob das wirklich von ihm kam und ob ich das wirklich veröffentlichen soll. Aber der Herr war mal wieder sehr klar zu mir. Und deswegen bin ich jetzt auch hier und spreche zu euch. Also folgendes. Am 24. März 2015 hatte ich eine kurze Vision wieder. Und es war so, dass ich ins Bett gegangen bin, ich wollte schlafen gehen. Und dann lag ich noch eine Weile wach und habe zum Herrn gebetet und habe ihn gefragt, Gerüchte vom Krieg, ob sie echt sind, ob jetzt wirklich ein großer Weltkrieg kommt, weil man sieht es in den Nachrichten, man sieht es im Internet überall, dass irgendwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Amerika und Russland stehen sich nicht mehr so ganz freundlich gegenüber und das ist Grund zur Sorge. Und ich hatte auch in der Vergangenheit andere Visionen über den Dritten Weltkrieg, Visionen, die mir Jesus gegeben hat. Und ich habe sie damals auch veröffentlicht, als er mir sie gegeben hat. Die sind auf meinem Kanal zu finden. Und das ist aber schon ungefähr 2 Jahre her, wo ich diese Visionen bekommen hatte über den Weltkrieg. Und ja, jetzt, wo man sehen kann, dass irgendwas in Gange ist, dass sich die Mächte der Welt vorbereiten auf diesen Krieg, weil man kann's sehen, wir befinden uns bereits schon im Dritten Weltkrieg. Das ist, im Moment ist es eher ein Propagandakrieg, so wie wir es sehen können. Aber irgendwann, wenn es so weitergeht, werden wir in den bewaffneten Konflikt rutschen und dann sind wir alle dran, dann sind alle Nationen der Welt dran. Und dann haben wir einen Dritten Weltkrieg. Und ja, und deswegen, also habe ich dann den Herrn gefragt, ob jetzt dieser Krieg wirklich kommt, ob wir wirklich jetzt da angelangt sind. Und als ich dabei war, ihn zu fragen, bin ich eingeschlafen. Und als ich eingeschlafen habe, habe ich eine kurze Vision gesehen. Ich sah Kriegsschiffe. Die Kriegsschiffe, die ich sah, die waren auf dem offenen Meer. Einfach auf dem Wasser. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es 2 oder 3 waren. Also 2 oder 3 Schiffe. Aber ich habe sie auf jeden Fall gesehen. Es waren Kriegsschiffe, die hatten die typische Farbe von Marineschiffen, von Kriegsschiffen halt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass diese Schiffe auch Zahlen und Buchstaben an die Seiten hatten, aber beim besten Willen, ich kann mich nicht erinnern, was das für Zahlen oder Buchstaben waren. Ich kann mich nur noch an diesem diese kurze Vision erinnern, wo ich einfach diese Schiffe auf dem Meer gesehen habe und das waren Kriegsschiffe. Leider kann ich aber nicht sagen, ob es amerikanische Schiffe waren oder russische Schiffe oder von irgendwelchen anderen Nationen, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass es Kriegsschiffe waren. Und die Vision war wirklich sehr, sehr kurz. Ich bin auch gleich danach bin ich aufgewacht. Und als ich dann zu mir gekommen bin, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht geschlafen hatte. Also ich war im Halbschlaf, als ich diese Vision gesehen habe. Das habe ich aber realisiert, als ich wieder wach war, dass ich eigentlich gar nicht richtig geschlafen habe. Also war es mal wieder eine Vision vom Herrn.
Und wie gesagt, also diese Vision kam, nachdem ich ihn gefragt habe, ob jetzt der ganz große Krieg kommt, ob jetzt der Dritte Weltkrieg kommt. Und wie gesagt, also ich bin dann aufgewacht und habe realisiert, dass es eine Vision war, dass es die Antwort auf mein Gebet war. Und dann habe ich den Herrn gefragt, ob diese Vision wirklich von ihm kam, weil man muss immer sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn irgendwas zu mir kommt, dann ich frage immer den Herrn, ob es von ihm ist. Obwohl ich ihn gefragt hatte, bevor er mir die Vision gegeben hat, ich frage immer doppelt. Nicht, weil ich Jesus nicht vertraue, sondern weil ich weiß, dass der Teufel auch versuchen kann, uns irgendwas unterzuschmuggeln in unsere Träume oder uns auch Visionen geben kann. Und deswegen sollte man sehr vorsichtig sein und die Geister testen, genauso wie die Schrift es sagt. So, und ich habe das gemacht, ich habe die Geister getestet und habe dem Herrn gefragt, mir Bestätigung zu geben, dass diese Vision von ihm kam. Und der Herr hat mich zum Wort gebracht. Er hat mich zu Markus Kapitel 4, Vers 21 bis 23. Da hat er mich hingebracht. Und hier steht geschrieben. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Bringt man etwa eine Lampe in einen Raum, um sie unter ein Gefäß oder unter das Bett zu stellen? Nein, man stellt sie auf den Lampenständer. So gibt es auch nichts Geheimes, was geheim bleibt. Alles ist dazu bestimmt, offenbart zu werden. Und es gibt nichts Verborgenes, was verborgen bleibt. Alles soll bekannt gemacht werden. Wenn jemand Ohren hat und hören kann, dann höre er. Das ist die Aufforderung von Jesus. Also, der fordert mich auf, damit zu sprechen, das bekannt zu machen, weil diese Kriegstreiberei, was wir gerade sehen, wir kriegen nur den Eisberg, also die Spitze vom Eisberg kriegen wir nur mit. Aber eigentlich unter dieser Spitze ist gerade so viel los und das passiert alles im Verborgenen. Okay? Weil diese Kriegstreiber, diese widerliche Kriegstreiber, die das alles zusammenstellen zurzeit, um die Welt in Unglück zu stürzen, diese Leute schmieden ihre Pläne ins Geheim eigentlich. Okay? Und sie denken damit auch, dass es verborgen ist. Und es ist auch verborgen. Es ist auch versteckt, weil es ins Geheim ist. Aber es gibt einer, der alles sieht, und das ist Gott. Das ist Jesus Christus im Himmel. Er kann alles sehen, der Herr. Er ist der Herr. Er weiß und sieht alles. Und er offenbart seine Kinder, was wir zu wissen brauchen. Diese Offenbarung wurde gemacht, damit die Menschen wissen. Wie gesagt, also ich habe schon andere Warnungen darüber bekommen und Visionen. Aber der Herr gibt noch mal was darüber, weil er will wirklich, dass die Leute hören. Weil er ist dabei, uns zu warnen, dass diese ganzen Sachen gerade dabei sind, sich zu bewahrheiten. Und er warnt mich nicht über Krieg, weil wir in der Lage sind, das irgendwie zu stoppen. Er warnt über Krieg, weil er weiß, das wird kommen und er möchte, dass die Menschen auf dieser Welt ihn annehmen in ihre Herzen, ihn einladen in ihre Herzen. Weil das, was unterwegs ist, ist etwas, was so schlimm sein wird. Wir haben Nuklearwaffen. Die Leute, die an der Macht sind, werden sich nicht scheuen, diese Waffen zu benutzen. Und wenn dieser Krieg zu Ende ist, dann ist nichts mehr übrig. Es ist nichts mehr da. Aus und vorbei. Deswegen warnte er und will, dass die Leute zu ihm kommen, weil er die einzige Rettung ist. Der Herr ist die einzige Rettung. Nichts anderes, niemand anderem. Ich habe der Herr auch gefragt, ob ich diese Vision veröffentlichen soll, weil ich weiß von meinen anderen Visionen, die ich veröffentlicht habe, es kamen auch Leute, die mich angeschrieben haben und mir Vorwürfe gemacht haben, weil ich das veröffentlicht habe. Weil es halt viele Leute gibt, die denken, man könnte das immer noch stoppen. Aber das kann man nicht. Der warnt nicht, um das zu stoppen. Der warnt, weil er weiß, dass das nicht mehr zu stoppen ist.
Und jeder von uns seine Entscheidung treffen muss, ihn anzunehmen oder nicht. Aber aus Liebe warnt er und aus Gnade, weil er nicht will, dass irgendjemand von uns verloren geht. Und wie gesagt, also ich habe auch daher gefragt, ob ich das veröffentlichen soll, weil ich will bestimmt keine Angst über die Menschen bringen oder es ist für mich auch nicht angenehm, solche Sachen zu veröffentlichen, aber ich mache es, weil ich den Herrn gehorche. Er ist mein Herr und niemand anderem. Also mache ich das. Und wie gesagt, also als ich ihn gefragt habe, ob ich ihn das veröffentlichen soll, guckt euch diesen Vers an. So gibt es nichts Geheimes, was geheim bleibt. Alles ist dazu bestimmt, offenbar zu werden. Und es gibt nichts Verborgenes, was verborgen bleibt. Alles soll bekannt gemacht werden. Wenn jemand Ohren hat und hören kann, der höre, dann höre er. Der sagt mir praktisch, geh, sag denen das. Ich habe es dir offenbart, damit du das den Leuten bekannt gibst. Wenn sie Ohren haben, um zu hören, dann werden sie auch hören. Und ich hoffe natürlich als Mensch, dass auch Leute, die, wenn es Leute gibt, die auf dieses Video kommen, um sich das angucken, und ihr glaubt noch nicht an Jesus und ihr habt ihn noch nicht angenommen in eure Leben, dann macht das. Dazu ist dieses Video da, um euch aufzuzeigen, dass der Herr euch liebt. Er liebt uns allen. Kommt zu ihm. Kommt zu ihm, denn die Nacht ist wirklich dunkel mittlerweile. Und das ist das, was ich euch mitteilen wollte. Also nochmal, ja, bringt man etwa eine Lampe in einen Raum, um sie unter ein Gefäß oder unter das Bett zu stellen? Nein, man stellt sie auf den Lampenständer. Das ist ja eine Parabel, eine Metapher. Die Lampen, ja, okay, die Lampen, von denen diese Metapher spricht, das sind die Gläubigen. Jeder, der an Jesus glaubt, ist wie eine Lampe, das ist ein Licht in der Welt. Jeder, der an Jesus glaubt, ist diese Lampe. Und er hat nicht diese Lampen in die Welt gesetzt, damit sie sich unter ein Bett verstecken, damit sie kein Licht geben. Nein, nein, wir sind dazu da, um das Licht der Welt zu sein, genauso wie Jesus es war, weil er in uns lebt, können wir noch das Licht der Welt sein, können wir den anderen noch den Weg leuchten, damit sie zum Herrn finden. Denn die Welt wird verschluckt vor Dunkelheit, schon immer, aber zur Zeit, wir sind angekommen, Leute. Wacht auf, bitte, wacht auf. Ich segne euch alle im Namen von Jesus Christus, der war, der ist und der bald kommen wird. Wenn ihr mir irgendwas mitzuteilen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch irgendwas dazu einfällt, zu dieser kurzen Vision, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr ähnliche Träume oder Visionen gehabt habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich freue mich über jede Anregung. Okay, über jeden Mensch, der kommt und wissen will, wie er gerettet werden kann und wie er diese ganzen Sachen entkommen kann. Gelobt sei der Herr dafür, dass er immer bei uns ist, dass er der lebendige Gott ist, der uns nie alleine lässt. Amen.